Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, habe mich schon in meinen Chili-Klamotten geschmissen oder wie man das auch nennen mag. Denn es ist 11 Uhr, ich schau mal schnell, 11.46 Uhr, also 11:45 Uhr und ja, ich bin schon fertig mit der Arbeit. Ich habe freitags immer eher aus. Um 11:45 Uhr bin ich dann meistens daheim. Das heißt, um 11:15 Uhr habe ich aus. Dann brauche ich noch eine halbe Stunde zu fahren. Und ja, jetzt bin ich zu Hause. Und deshalb haben wir jetzt eigentlich noch den ganzen Tag Zeit zum Putzen. Deshalb wird dieses Video ein Saubermach-Video. Ich labe jetzt nicht mehr länger und würde sagen, wir legen los und jetzt geht's einfach den Haushalt an den Kragen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. Ich bin jetzt in der Küche angelangt und wie man sieht, steht hier noch alles rum. Ja. Gesundheit, danke. Auf jeden Fall wird das jetzt alles sauber gemacht, abgespült. Die Spülmaschine ist leer. Und dann ist die Küche auch wieder sauber. Und dann geht es an Saugen und an Wischen. Und dann ist die Hausarbeit so gut wie wieder erledigt. Bei der Wäsche muss ich schauen, ob da noch was anfällt, aber ich glaube schon. Aber dazu muss ich erstmal die trockene Wäsche. Hallo? Ach, wie er schon wieder schaut. Guck doch mal. Schatzi, nein, nicht in die Küche. Ja. Ich mache jetzt weiter, sonst wäre ich nie fertig. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns kurz zum Schluss wieder. Hier mal einfach einen Zopf gemacht, weil das stört mich immer, wenn ich mit irgendwas beschäftigt bin und dann die Haare einfach im Weg umgehen. Es schaut jetzt scheiße aus, aber gut. Wie man sieht, ich drehe jetzt schnell die Kamera um. Wie man sieht, ist jetzt hier alles aufgeräumt. Die sind zum Trocknen noch da. Und hier ist auch wieder alles sauber. Der Tisch, ja, sieht derzeit so aus. Ein paar Sachen muss ich nur schauen, wo ich die hinstelle, weil das bleibt ja alles nicht so stehen und die Plätze müssen ja auch frei werden, weil hier liegt auch noch Papierkram unten. Aber gut, der Müll kommt nachher noch raus. Und jetzt würde ich sagen, geht's dann. Meine Schuhe räume ich noch weg. Und dann geht's auch gleich schon an Saugen und rauswischen. Aber ich glaube, bevor ich hier raussauge und wische, schmeiße ich noch das hier da rein und das lege ich zusammen. Ja. Who
Darden made you king of anything. You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Wäsche ist in der Waschmaschine. Der Wäscheständer kommt jetzt auf den Balkon, weil wenn die Wäsche fertig ist, dann kann die draußen trocknen. Und jetzt geht's an Saugen und Putzen. Gar nicht so meins, aber hilft nicht, gehört dazu. Ich glaube, ich würde mich doch erst lieber den Pfannflaschen, weil da hinten ist ein Putzeimer. Und den brauche ich. Der steht da ganz unten. Da steht er. Und deshalb muss ich jetzt erstmal die Pfandflaschen rausholen, sortieren, wie auch immer. Ich weiß echt nicht, was es dazu noch zu sagen gibt. Ich zeig's euch einfach. Die ist riesengroß. Die Tüte hier und hier. Ich weiß nicht, was es dazu mehr zu sagen gibt. Wie man sieht, die Tüte ist bis oben voll. Und dazu haben wir noch eine zweite. Und dann kommt noch eine dritte dazu, die zwar nicht so groß ist wie die da und die da, aber die Action-Tüte ist auch nicht klein. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Wir waren gefühlt seit vielleicht Jahren nicht mehr beim Pfandflaschen wegbringen, denke ich mal, wenn man das so sieht. Oder, naja, egal, ich mache jetzt einfach weiter und die werden morgen weggebracht. Fertig und zeige euch dann alles von vorher versus nachher. Ja, sonst wird das Video einfach zu lang. Und der kleine Bär liegt auf dem Balkon. Also ich dreh mal die Kamera um. Da ist er ja. Das ist ja, er mag den Staubsauger gar nicht. Und deshalb sucht er sich immer so Ausweichstellen und ja, er weiß, dass er halt dann im Balkon draußen liegen bleibt. So ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Die Wohnung ist wieder sauber und es glänzt einigermaßen. Es ist sehr anstrengend ohne mein geliebtes Teil. Aber ich dachte mir, ab und zu mal so durchwischen mit der Hand schadet auch nicht, weil auch elektrische Geräte können nicht immer alles sauber hachen und echt gut sauber halten. Ich zeige es euch jetzt einfach, wie es jetzt aussieht im Vergleich zum Rubentour-Video, denn jetzt sieht es besser aus. Also, ich zeige es euch einfach nochmal eine kleine Rubentour, einen kleinen Einblick. Man kommt also hier rein und wie man sieht, es glänzt jetzt alles schön. Hier die Küche ist wieder sauber und aufgeräumt und rausgeputzt. Der Müll gehört noch runter, also ignoriert den. Ansonsten ist hier drin alles sauber
Ja. Das berücksichtigen wir jetzt auch nicht. Und hier sieht man auch wieder, glänzt alles schön. Die Hundehaare sind weg. Noch, aber die werden wiederkommen, weil er verliert ja immer noch welche. Ja, und dann geht's hier weiter. Und hier ist auch alles wieder sauber. Und die Wäsche ist noch drin. Ja.